hat so gut geübt, dass ich mir einen Text aufgeschrieben habe. Freunde, ich befinde mich jetzt hier in Leipzig und jetzt wird ein besonderer Gast zusteigen, und zwar ist das Dirk Zöllner. So, einen wunderschönen guten Abend. Guten Abend. Dirk Zöllner. Du siehst ja noch malerischer aus als bei Facebook. Ehrlich? Ja, schön. Malerischer? Das habe ich ja noch nie gehört. Nicht? Schön, dass es geklappt hat. Ja, wunderbar. Ich freue mich auch. Und vor allem vor dem Konzert. Und heute ist Premiere, weil ich bin noch nie nachts gefahren. Oh. Also hatte noch nie. Aber du hast es schon mal gemacht. So, so schon, aber Interview im Dunkeln hatte ich noch nicht. Mhm. Geht das so mit dem Sitz, oder? Ja, wunderbar. Oh, mit Sitzheizung, herrlich. Alles schon schön vorbereitet für dich. So. Wo fahren wir denn hin? Wir fahren einfach hier ein bisschen so durch Leipzig. Ne? Einfach so mal in die Stadt rein und dann schaffe ich dich wieder pünktlich zurück. Schön. Wir haben Zeit. Ihr hattet jetzt Soundcheck, ne? Genau. Wie viel passen rein, Leute? Ich denke mal, 800 Leute passen rein. Aber mir geht ein bisschen die Muffe, weil parallel Pankow spielt. Was ja meine Freunde sind. Ja, das habe ich gelesen bei dir. Hm. Ja, aber was ein bisschen sinnlos ist, weil wir natürlich ein ähnliches Publikum anziehen. Und Pankow spielt nicht so oft wie wir. Wieso habt ihr da nicht zusammen gespielt? Ja, frage ich mich auch. Wahrscheinlich, damit wir keine Überdosis bekommen. Ich gehe im Januar auf Tour mit den drei Heiligen. Da ist auch André Herzberg dabei. Und vielleicht will er mich nicht so oft sehen. Das kann sein, ja. Ja. Und der Rest von den Leuten, die werden heute beim Jackie sein, zum Geburtstag. Stimmt. Ist ja auch noch, wa? Ja. Wo spielt denn Silly heute? Nee, die spielen morgen. Ach, morgen spielen die. Und heute feiert Jackie Geburtstag. Ja. Ja. Naja. Da kann man nur hoffen, dass es voll wird, ne? Also der Anker. Hoffe ich sehr. Na, es wird schon sicherlich gut gefüllt sein. Aber man hat natürlich immer den Ehrgeiz, dass es ausverkauft ist. Ist klar. Ja. Tja, neue Platte. Eigentlich wollten wir uns schon ein bisschen eher treffen, ne? Ja. Und es hat dann irgendwie so nicht so ganz so geklappt. Wie kommt so die Platte bei den Leuten ein? Was hast du so für einen Eindruck? Na, ich habe so das Gefühl, dass sie recht gut ankommt. Ich meine, es ist ja nun keine ganz neue Platte, sondern unsere erste Live-Platte. Ja. Aber sie findet einen guten Absatz. Also so die erste Auflage zumindest unseres Bundles, was 1000 Stück waren, mit anhängender DVD, die ist schon weg. Ist schon weg? Ja. Und heute habe ich gelesen, ihr habt jetzt Schallplatten noch. Genau, Picture-Vinyl, das ist was Neues, auch für mich. Insofern mit verschiedenen Bildern. Ja. Einmal schwarz mit einem orangenen Set drauf. Ja. Und einmal orange mit einem schwarzen Set drauf. Und dann haben wir noch so ein Doppel-LP auf der anderen Seite. Auf einer Seite sind die ganzen Gesichter der Band, auf der anderen Seite bin nur ich. Ja. Was hast du da in der Hand? Hast du da nicht irgendwie eine Orange in der Hand? Eine Orange, genau. Ja. Orange ist unsere Bandfarbe. Wie kam es eigentlich dazu? Also das habt ihr ja schon viele Jahre, ne? Mit dem Orange. Ja, genau. Ich wollte erst, dass die Platte Orange heißt. Ja. Und deswegen dachte ich, weil das ja auch Orange geschrieben wird, ist es so ein Bindeglied. Wir haben das bei unserer Platte davor mit einem gelben Luftballon gemacht, also mit Dirk und das Glück. Mhm. Und der Vorteil ist, so eine große Band mit über 10 Leuten, da sieht wie immer einer scheiße aus, wenn man ein Foto macht von allen. Ja. Und diese Orange ist das bindende Glied. Man kann also von jedem einzelnen Bild machen, dann baut man das irgendwie zusammen. Und dann habt ihr, das variiert ja bei euch, ne? Da hat der eine mal eine orange Krawatte, der andere hat dann irgendwie ein anderes Accessoire. Auf dem Kopf. Ja. Reingesungen, reingebissen, alles Mögliche. Sehr schön. Und vor allem bei den Aufnahmen habe ich gesehen, habt ihr was ganz Besonderes gemacht. Ihr habt euch ja Leute ins Studio geholt, ne? Genau. Als Zuschauer. Das hatte zwei Gründe. Zum einen ist es einfach, spielt man anders, wenn Leute mit im Studio sind, wenn Leute dabei sind, dann spielt man nämlich nicht nur für sich, sondern dann spielt man auch was vor. Dann wird natürlich die Eitelkeit ein bisschen gekitzelt und man möchte den Leuten was vormachen. So ist es authentischer, so ist es ein bisschen wie im Konzert.
Und zum Zweiten war das auch der Start unserer Crowdfunding-Aktion. Also die Leute, die ins Studio gekommen sind, haben jeder 100 Euro bezahlt. Ja. Und somit konnten wir schon erstmal das Studio bezahlen. Und es ging dann so weiter. Dann haben Leute so eine Crowdfunding-Aktion gemacht und haben über 30.000 Euro eingezahlt, weil wir zum ersten Mal ohne Plattenfirma was rausbringen. Also haben bloß ein Label und sind der Meinung, das ist besser für uns. Wir haben festgestellt, dass bei den letzten Platten wir mindestens ein Drittel selber verkauft haben über unsere Konzerte, mhm, über unseren eigenen Shop. Und wir müssen aber ein Album bei einer Plattenfirma selber für über 10 Euro einkaufen, ja, wenn wir das selber bei uns verkaufen. Und wenn wir keine Plattenfirma haben, kriegen wir ein Album für 2,50 mit GEMA und allem drum und dran. Ja, das ist irgendwie sinnvoller. Wir müssten schon 5-6 Mal so viel Alben verkaufen, dass es einen Sinn macht, bei einer Plattenfirma zu sein. Und war das dann quasi, also diese Aufnahme, da sagt man ja, dieses so One Take, also macht man da ein Ding und dann ist es im Kasten? Oder wie ist das vonstatten gegangen? Wir haben meistens jeden Song zweimal gespielt. Ja. Wir haben uns die beste Variante genommen und ein paar winzige Overdubs noch gemacht, aber nur ganz wenig, nur bei Gesängen ein bisschen was. Ja. Also Background-Gesänge, die haben wir später dazu gefügt. Das ist das Einzige, was wir Overdub-mäßig gemacht haben, haben eine Extra-Session nochmal gemacht, wo wir nur die Chorgesänge aufgenommen haben. Wie viele Titel sind da insgesamt drauf auf dieser Platte? Gute Frage. Ich glaube 15. 15, glaube ich. 15? Ja. Und die Texte, habe ich gesehen, die kommen ja von verschiedenen Seiten, aber du schreibst ja auch selbst, ne? Ja. Besonders in welchen Situationen schreibst du gute Texte? Also ich habe so gesehen bei so irgendwelchen Beziehungssachen, wenn man die so verarbeitet. Oder ja, ich glaube aber, wenn man wirklich im Arsch ist, schreibt man nicht so gute Texte. Nee? Dann wird es manchmal nur ein Brief an die Geliebte. Man barmt darum, dass sie zurückkommt und dann wird es manchmal ein bisschen uncool. Man gibt ein bisschen zu viel von sich preis oder das ist so wie Minus mal Minus, was Plus ist. Also dann ist manchmal ist nicht das Richtige. Ich habe mir da Hilfe geholt manchmal. Ich habe sehr viel Texte gemeinsam geschrieben mit einem Leipziger, Andreas Seele, der verstorben ist zu Ostern in diesem Jahr. Das war aber auch der einzige, mit dem es mir gelungen ist, gemeinsam Texte zu schreiben. Es liegt auch daran, dass er sehr uneitel ist oder uneitel war. Er hat sehr viel geschrieben und er hat es oft vertragen, wenn ich gesagt habe, ja, nein, und mir so einzelne Teile rausgeholt habe. Manchmal hat er Texte von mir verbessert, möchte ich mal sagen, und manchmal was andersrum, da kam ein Text ursprünglich von ihm und da habe ich dran rumgeschraubt. Mir ist es schon sehr wichtig, dass es sehr nahe bei mir ist. Es gibt eigentlich nur eine Ausnahme, wo ich wirklich Texte von anderen komplett genommen habe, das ist Werner Karma. Ja. Bin ich ein alter Fan, ein alter Silly-Fan bin ich. Ja, das habe ich auch gelesen, ja. Also, da war ich schon Fan, bevor ich selber angefangen habe, Musik zu machen. Daraus wurde auch eine Freundschaft zu Tamara Danz. Die ist unter anderem die Patentante meiner Tochter, meiner Großen, die Rubini heißt. Und sie hat von ihr zwei Rubine bekommen zur Geburt. Deswegen ist also, der Name? Ja. Und irgendwann hat Tamara nicht mehr mit Werner Karma zusammengearbeitet. Sie hat aber geschafft, irgendwie zuerst mit Gundermann und dann alleine eine ähnliche Qualität hinzubekommen. Was meiner Meinung nach Anna Loos nicht gelungen ist. Ja. Sie hat ja die Texte, ne? Also ist irgendwie abgelehnt, kann das sein? Ja, sie hat sie abgelehnt. Ich glaube, sie wollte so ein bisschen mehr in das Mainstream-Geschäft reinkommen. Ja. Werner Karmas Texte sind schon sehr speziell. Ich möchte auch sagen, die sind manchmal nicht so glatt. Mhm. Da sind so Sachen dabei, wo sich manchmal vielleicht Leute auch ein bisschen genieren. Die sind manchmal sehr hart. Manchmal benennen sie die Dinge wirklich so, wie sie sind. Das können nicht alle vertragen, das ist nicht Mainstream. Mhm. Und trotzdem haben die ja geschafft, mit ihrem Comeback 2010 oder wann das war, mit Werner Karma Texten ein unglaubliches Comeback hinzulegen. Auf jeden mit Fall, über 300.000 verkauften Platten. Aber irgendwann hat Anna Loos dann doch auf diese Texte verzichtet, wollte sie selber machen. Es kann auch sein, dass es geschäftliche Ursachen hat, weil wenn man so viele Platten verkauft, ist es natürlich auch GEMA-relevant, wenn man selber der Autor ist. Und Werner Karma habe ich mal irgendwann getroffen und er hat mir sein Leid geklagt. Und da haben wir sozusagen die Texte, die er für Silly eigentlich geschrieben hat, neu vertont und haben daraus ein Album gemacht. Und das hieß Dirk und das Glück. 2017 haben wir das rausgebracht. Und somit habe ich sehr viele Texte von Werner Karma mit im Programm. Er hat vorher für mich auch schon punktuell was geschrieben. Aber dadurch ist ein ganzer Teil, ich finde, von den Liedern, die auch die besten Texte haben, mit von ihm. Wie ist das so als Silly-Fan, wenn dann plötzlich
der Texter mit jemandem zusammen, also mit dir zusammenarbeitet? Das ist ja grandios. Ja, das ist grandios. So wie es auch grandios ist, wenn man eine Lieblingsband hat und mit denen zusammen mal was macht. Ich stand auch mal mit Silly auf der Bühne, ich glaube, zum 10. Todestag, von Tamara Danz, habe ich eine Tour mitgemacht. Das war auch sehr, sehr bedeutend. Aber für mich sind tatsächlich diese Texte gleichwertig mit der Musik von Silly. Und es geht mir nicht immer so. Ich bin, obwohl ich selber immer deutschsprachige Musik mache, höre ich auch sehr viel englischsprachige Musik, muss ich sagen. Ich bin jetzt nicht deswegen ein ausgesprochener Freund deutschsprachiger Musik. Du bist ja eigentlich damals durch deine Mama so ein bisschen in die Richtung geschubst, unfreiwillig geschubst worden, weil sie da irgendwelche Platten gehört hat. Ne? Na, mehr durch meinen Vater. Meine Mutter, die hört sehr gerne schwarze Musik. Also meine Mutter hatte komischerweise auf irgendwelchen Umwegen sich eine Otis Redding-Platte besorgt und eine von Temptations. Das war so ein bisschen meine... sagen wir mal, diese Seite der internationalen Musik, die ich heute noch liebe. Und mein Vater stand unheimlich auf Renft und auf deutschsprachige Texte, auch Schlager. Mein Vater ist dort ein bisschen einfacher, aber der hat mir so die deutsche Sprache nahegebracht. Sind das eigentlich deine Eltern in dem Video hier mit... Idyll im Krieg? Ja. Das sind deine Eltern? Das sind meine Eltern, ja. Wie abgefahren ist das denn, ey? Das ist ein sehr schönes Video. Ich find's auch. Und ein sehr schönes Lied, wirklich. Hat ja Ina Müller auch gesagt. Ja? Ja, das ist schön, ja. Ich fand es Idyll im Krieg, dass auch Ina Müller, ohne dass eine Plattenfirma dahinter war und irgendwie jemanden was aufs Auge gedrückt hat, das irgendwie im Netz entdeckt hat und mich daraufhin in ihre Show einlud. Ja. Also wirklich ein sehr tolles Lied. Spielst du das eigentlich noch live heute, oder? Das spiele ich live. Ich glaube, das spiele ich auch heute. Ja? Das ist übrigens der erste Text, den ich gemeinsam mit Andreas Hehle geschrieben habe. Absolut genial. Ach, den spielt er auch mit den Zöllnern richtig. Ja. Was ich dich noch fragen wollte, 87 habt ihr die Zöllner gegründet, ne? War das 87? Ja. 87 im November, also jetzt kann man sagen vor 32 Jahren, als Duo, zuerst mit André Gensicke. Der ist ja schon seit Anfang an mit dabei, ne? Genau, wir haben es zusammen gegründet. Dein Keyboarder. Und dann stellt sich mir die Frage, 87 gegründet und 88 mit, wie hieß er gleich? James Brown. Da habe ich gedacht, da gab es euch da gerade mal ein Jahr. Ja, nicht mal. Also wir hatten so einen Hit, den hatte ich schon mit meiner ersten Band geschrieben, der hieß Käfer auf dem Blatt. Ja. Den hat man eigentlich nur gesehen in diesem Film Flüstern und Schreien. Den haben wir aufgenommen mit, also so auch Ende 87, Anfang 88 haben wir den erst aufgenommen, dann lief der auch im Radio ganz gut. Und dann kam John Bass ins Spiel und die hatte die Angewohnheit, in jedem Land, in dem sie spielt, sich irgendeinen Text rauszunehmen, irgendeinen Song rauszunehmen, den sie covert. Und eigentlich wurden dadurch so die Funktionäre mehr oder weniger auf uns aufmerksam. Und da kamen wir in diesen Genuss, im Vorprogramm von James Brown zu spielen. Das John Bass Konzert sollte ein Jahr später sein, da gab es aber den Osten nicht mehr. Die DDR gab es nicht mehr. Da war deine Mama sehr stolz auf dich, ne? Ich glaube ja. Es ist so, dass die schon immer, sagen wir mal, mir sehr geholfen haben, Musik zu machen. Also es ist nicht so das übliche Ding, dass die Eltern sagen, Junge, erlern mal einen vernünftigen Beruf. Die kannten mich schon so ein bisschen so mit meinen Wünschen und meinen Träumen und haben es auch mal sehr unterstützt. Aber ich glaube, als ich vor James Brown spielte, also vor einem der Helden meiner Mutter, da war also... Wie viele Leute waren da gewesen bei so einem Konzert? Waren über 70.000 Menschen. Ist ja der Wahnsinn, ne? Wir haben nur einmal mehr gehabt, das war vor ein paar Tagen beim Brandenburger Tor. Das habe ich gesehen, genau. Ja. Habt ihr mehrere Konzerte gemacht mit James Brown oder bloß eins? Das war bloß das eine. Das eine? Und dann hast du ihn dann auch getroffen, oder? Hat er euch jetzt, also habt ihr da miteinander geredet? Nein, direkt getroffen nicht. Ich habe erstmal war ich der englischen Sprache nicht genug mächtig, aber ich habe ihm aufgelauert hinter der Bühne. Ich war auch bei allen Pressekonferenzen und habe mir das angeguckt und bin ihm schon ein bisschen hinterhergerannt, weil ich durch meine Mutter natürlich auch schon infiziert war und sehr auf diese Musik stand, auf diesen Groove. Mhm. Was man ja hört, was man ja heute noch mit meiner Band hört, dass ich diese Art von Soul oder Funk oder wie man das auch immer nennt, sehr liebe, was sehr Schlagzeug- und Bassmäßig orientiert ist. Ihr wart ja mit die Einzigen, ne, zu DDR-Zeiten, die so einen Musikstil hatten, ne, oder den gespielt haben. Also es gab sehr wenig. Modern Soul war vielleicht ein bisschen sowas, aber die haben mehr nachgespielt. Auch die Band meines Kompagnons André Gensicke, die haben so ein bisschen so Soul und Funk gemacht, die hießen Lama. Ja.
Aber sonst gab es kaum etwas in Ostdeutschland. Es war nicht unbedingt die Musik, diese Partymusik, die so das Gefühl, glaube ich, der Ostdeutschen widerspiegelte. Da war Blues oder Punk war so die Volksmusik. Und diese Art der Mischung von schwarzer Musik mit deutschen Texten, das gibt es eigentlich erst so richtig. Edo Zanki war im Westen schon so eine Art Pionier in dieser Richtung. Und dann gibt es aber eigentlich erst richtig so durch Xavier Naidoo. Mit dem hast du ja auch was gemacht, ne? Oder besser gesagt, du hast ihm einen Text vorgegeben, sowas, ne? Naja, es ist so, dass zwei Musiker von Xavier Naidoo in meiner Band spielten. Jetzt ist es noch einer. Ja. Aber damals war es der Schlagzeuger und der Gitarrist. Und wir haben dieses Album Uferlos, was 2012 rauskam, haben wir mit diesen Musikern eingespielt. Das war auch die Reunion unserer großen Band. Wir hatten mal so 4-5 Jahre Pause gemacht. Und so kam das zustande. Da habe ich einfach gesagt, na Jungs, dann frag doch mal Xavier, ob er nicht auch mal einen Song mitspielt. Und das hat er dann, also mitsingt, das hat er dann gemacht. In seinem Studio oder habt ihr euch da zusammen? Wir haben uns nicht gesehen. Also ich habe ihn gesehen, ich habe ihn ein paar Mal getroffen, aber ich habe ihn beim Einsingen nicht gesehen. Also er hat uns sozusagen die Spuren, die Files geschickt und die haben wir dann eingepflegt. Genau, zu Berlin nochmal, ne? Jetzt vor kurzem, Brandenburger Tor. Das war ja mega, oder wie viele Leute waren denn da gewesen? Schwer zu sagen, die haben es irgendwann dicht gemacht. Ich weiß nicht, ob das 500.000 waren oder weiß ich was. Die ganze Straße, 17. Juni standen die runter. Das konnte man gar nicht mehr überblicken. Bist du da eigentlich aufgeregt bei sowas? Also ich bin aufgeregt, aber es ist seltsam weg von den Menschen. Man ist aufgeregt, dass man diesen Moment hat und ob das vielleicht hinhaut, auch mit der Technik und dass es gut rüberkommt, wenn so ein Fernsehmitschnitt ist. Aber es ist was anderes, als wenn man in einem Club spielt und die Menschen direkt vor sich hat und somit in Kommunikation tritt. Wenn man auf so einer großen Bühne steht, kann man nicht von Kommunikation reden. Da hält man einen Vortrag. Ja, was viele nicht wissen, es gibt ja dann diesen berühmten Bühnengraben, der dann auch noch mal ein paar Meter ist. Ne? Naja, und da im Speziellen war der wahrscheinlich 100 Meter breit. Da habe ich da erahnt, dass da ein paar Menschen sind, aber ich spielte mehr oder weniger in den leeren Raum. Ja. Und dazu bin ich manchmal auch nicht Profi genug. Das ist, dann, ist man dann wie so ein Schauspieler. Man sieht zwar die Kameras, man weiß aber nicht so richtig, wofür man das macht. Man sieht keine Augen, man hat keine direkte Reaktion. Das Publikum wird ja auch nicht angeleuchtet, ne? Also man sieht dann wahrscheinlich bloß so die ersten paar Reihen und dann... Man sieht wenig, weil man selber angeleuchtet wird. Ja. Und die Scheinwerfer, die knallen einem oft so extrem ins Gesicht, dass man eigentlich nur die Scheinwerfer sieht. Aber was soll ich sagen, solche Erfahrungen sind wunderbar. Aber ich fühle mich mittlerweile sehr wohl in so einer Situation, außerhalb des eigentlichen Musikbusiness zu arbeiten. Das heißt, das eigentliche Musikbusiness ist eine sehr aufgeblasene Sache. Ja. Da geht es darum, den kleinsten gemeinsamen Nenner zu finden, weil ja sehr viele Leute auch ernährt werden müssen von den großen Agenturen und Plattenfirmen. Mhm. Ich bin mehr ein Selbstdarsteller. Ich bin Geschichtenerzähler, erzähle meine Geschichten und bin froh, dass es genug Menschen gibt, die zuhören und mir damit mein Überleben ermöglichen. Also das klingt jetzt vielleicht so ein bisschen so Fishing for Compliments, aber das ist auch mein Ernst. War das schon immer so, die Einstellung, oder nein, ist das gewachsen mit den Jahren dann? Es ist gewachsen. Ich wollte schon, wie alle jungen Leute, natürlich eine Weltkarriere machen. Aber ich habe natürlich auch gemerkt, dass das eine gefährliche Droge ist. Auch selbst bei den wenigen Erfolgen oder bei den Erfolgen, die ich manchmal hatte, war das nicht so gut für den Charakter. Mhm. Man kommt in so eine Situation, das nennt man das Jerusalem-Syndrom. Das ist so, wenn Leute sich für die Reinkarnation einer Bibelfigur halten. Ach so, ja, das habe ich heute auch gehört. Ja. Kennst du diesen Begriff? Ja. Das haben viele Leute, die beispielsweise, deshalb sagt man das, weil die nach Jerusalem pilgern und dort an den Stellen sind, wo Jesus irgendwelche Wundertaten vollbracht hat. Und die sind davon so fasziniert, dass sie sich selber eben für so eine Reinkarnation einer Bibelfigur halten. Und so geht es vielen Menschen, die auf der Bühne stehen, wenn man so ungewöhnlich viel Zuspruch als einzelner Mensch erfährt, macht das was Komisches. Man ist danach süchtig, man möchte gerne auch noch zu Hause im Wohnzimmer Applaus bekommen, wenn man Spiegelei brät oder sowas. Und das ist so nicht gesund für das, was man wirklich braucht, nämlich für die Liebe. Und die Liebe funktioniert nur auf Augenhöhe. Ob das mit dem Partner ist oder mit den Kindern. Und da ich auch viele Kinder habe und das große Glück, jetzt auch als reifer... Sechs Stück an der Zahl, ne?
Vier sind tatsächlich Blutskinder. Die anderen sind für mich auch Kinder, weil ich mit denen viele Jahre gemeinsam verbracht habe. Und jetzt so, wenn man eigentlich in einem Alter ist, wo andere schon Opa sind und ich habe noch mal kleine Kinder, dann, das gibt Sinn. Ja. Das gibt unmittelbaren Sinn. Die müssen eben in die Schule früh und die brauchen eine Stulle, die man dann eben schmiert. Mhm. Und man sieht früh den Sonnenaufgang, was ich in den ersten 40 Jahren meines Lebens sehr selten gesehen habe. Da hast du immer nur die Mittagssonne gesehen, oder? Ja. Ja. Und lange gefeiert? Natürlich, ja. Das ist auch das Ding, dass man natürlich, ich feiere immer noch lange. Ja. Und wenn wir auftreten und das ist ein sehr schöner Auftritt, fällt es mir immer noch schwer, ins Bett zu gehen. Da muss ich so runterfahren und da wird so manche Flasche Rotwein getrunken. Manchmal viel zu viel, was ich auch oft zu Hause noch gemacht habe. Aber jetzt, wenn ich eben ein Kind früh in die Schule bringe und Stullen schmieren muss, dann kann ich mir das gar nicht leisten. Da ist man gezwungen, sage ich mal, ne? Fit zu sein. Man ist gezwungen. Ja. Zum Anfang empfindet man das vielleicht als Zwang, aber mittlerweile empfinde ich das wirklich als Freude. Vor allem sieht man, also ich kenne das ja selber, man nimmt den Tag ja dann auch ganz anders wahr, ne? Gerade wenn, also man hat auch mehr Zeit dann komischerweise. Auf jeden Fall. Ja. Manchmal lege ich mich natürlich noch mal hin, aber wenn die Kinder abgefrühstückt sind, aber es ist schon... Wie ist das so? Ihr wurdet vor kurzem mit der Kelly Family verglichen. Ich glaube, das habe ich selber mit reingebracht, weil meine große Tochter jetzt in der Band bei uns Background singt, mhm, auch auf der Platte Background mitgesungen hat, weil mein großer Junge, der ist 14, der ist mittlerweile auch ziemlich gut. Und da habe ich das mal bei einem Interview gesagt, dass ich natürlich allmählich alle Mitglieder meiner Band rausschmeiße und mit meinen eigenen Kindern sozusagen ersetze. Das war mehr ein Joke. Aber trotzdem ist es natürlich mein Traum, vielleicht irgendwann mal mit meinen Kindern zusammen Musik zu machen. Bei den Jüngeren wird es schwierig. Ja. Wenn die soweit sind, bin ich schon im fortgeschrittenen Rentenalter. Wie ist das also, wenn man als Familie, also wenn man Familienmitglieder in der Band mit hat, die mitsingen, muss man sagen, dass für den Moment, das ist jetzt ein Kollege für mich oder funktioniert das trotzdem? Weil ich kenne das von Silly zum Beispiel, dass die da, glaube ich, irgendwie das so wie eine Art trotzdem Bandkollege dann sehen für diesen Moment, ne? Das kann ich nicht ganz. Nee. Vielleicht ist es auch noch zu neu. Ich bin mit meiner Tochter, mit meiner großen Tochter, die ist immer sehr, sehr kindlich noch mir gegenüber. Das möchte ich auch mir bewahren, dass sie so bleibt. Also ich muss natürlich sie auch als Kollegin behandeln, weil ja sonst das nicht angenehm ist für die anderen Leute in der Band. Mhm. Aber wenn ich irgendwo mit ihr auf dem Sofa sitze und die anderen machen gerade Soundcheck, dann finde ich es schon schön, meine Tochter im Arm zu haben. Oder was ich jetzt noch in letzter Zeit oft mache, gemeinsame Interviews, ist das sehr schön. Erstmal ist es für mich wie eine Lehne. Mhm. Und außerdem ist meine Tochter auch ein bisschen tougher als ich. Manchmal im Vorgespräch sagt sie mir schon, pass auf, die ist sehr schnell. Lass dich nicht drauf ein, lass dich nicht auf das Tempo ein. Brauchst nicht so besonders ernsthaft antworten. Oder hier, die ist sehr echt. Hm. Also meine Tochter hat eine gute Menschenkenntnis, die ich nicht so habe. Ich denke immer, alle sind Gab's so wie ich. Gab es bei mir auch schon Tipps? Nee, die war ja nicht, die hat ja mit dir noch nicht geredet, oder? Nee, hätte ja sein können, dass sie im Internet schon geguckt hat oder so. Nö, aber ich habe so durch deine Klamotten und auch so, dass ich so ein bisschen dich als ein bisschen schräg empfunden habe, was ich jetzt so in diesem Moment jetzt gar nicht mehr so empfinde, war es mir sehr angenehm. Mit schrägen Leuten kann ich immer recht gut. Nur mit so Leuten, die so wie ein Maschinengewehr so selber im Grunde genommen erstmal sich nur präsentieren und ich bin dann sozusagen so ein Vehikel, ja, oft bei Moderatoren, dass ich eigentlich den Moderator bediene, was ja in dieser Geschwindigkeit oft bei so einem privaten Radios oder auch Fernsehsendern oft so ist, dass immer alles ganz schnell gehen hast muss. Hast du da manchmal so den Eindruck, die haben sich mit dir gar nicht so richtig beschäftigt? Oder denen wird das bloß hingelegt? Das weiß ich nicht. Also wenn ich so ein Gefühl habe, dass jemand meinen Namen nicht weiß oder den meiner engsten Mitarbeiter, wie zum Beispiel André Gensicke, da kann ich auch mal sauer werden. Da habe ich auch schon Interviews abgebrochen. Ja? Obwohl ich glaube nicht so arrogant bin, aber wenn man merkt, dass es nur Makulatur ist, dann hat man auch keine Lust, ist ja normal, man möchte ja ein Gespräch führen. Ja. Und nicht nur was loswerden. Jetzt hab ich ja von deiner Tochter und von dir auch ein paar Videos mir angeguckt. Ja. Flugzeuge im Bauch zum Beispiel. Mhm. Ihr harmoniert mega und das habe ich deiner Tochter auch schon geschrieben. Also stimmlich ist das der absolute Wahnsinn. Ja, ich finde auch. Ja. Wenn ich mal so was auch ein bisschen Eitles behaupten kann. Ich glaube, wie bei mir gehen ihr... Es gibt bestimmt
Sängerinnen, die sind noch irgendwie, die haben noch mehr Strahl oder einen größeren Stimmumfang. Was ich das Besondere bei meiner Tochter finde, ist, dass ihr die Worte durchs Herz gehen. Ja. Und also die sozusagen den Inhalt mit Leben erfüllt, weil sie sich berühren lässt von Texten. Und gerade in diesem Fall Flugzeuge im Bauch, das ist unsere erste gemeinsame Arbeit. Das ist schon sehr alt, dieser Gesangstake. Der ist schon von 2010 oder so, fast 10 Jahre alt. Ja. Und irgendwie hat der mich nie. Der hat mich nie in Ruhe gelassen. Ich fand ihn immer schön. Ihr habt da eine richtig tolle Version draus gemacht. Genau. Also eine eigene Geschichte. Das ist das Ding. Ja. Ich hatte noch nicht so den richtigen Sound dazu. Wir haben das auf dem Klavier eigentlich raufgesungen, ja, beide miteinander. Und ich fand, wenn man eine Cover-Variante macht, dann war mir das zu wenig. Also, dass wir das zum Duett gemacht haben, fand ich schon erstmal schön. Aber ich wollte irgendwie einen besonderen Sound, weil ich finde, es ist eines der schönsten deutschen Texte überhaupt, ja, ist. Der ist so schmerzhaft, dass er eigentlich keine schönen Harmonien und Geigen mehr braucht. Und deswegen wollte ich es brechen. Mhm. Und habe komischerweise jemanden gefunden, der eigentlich gar nicht hauptsächlich Musik macht. Das ist ein Lichttechniker von uns, ja, der so mit elektronischen Sachen rumspinnt. Und der hat genau nach meinem Empfinden das Richtige gemacht. Ja, also wenn man das sieht, also man sieht auch, sage ich mal, wenn ihr das singt, dass ihr das auch für diesen Moment fühlt, ne? Ja. Dass das, ja, und wenn man das nicht wissen würde, dass ihr, dass das Tochter und Vater ist, dann könnte man auch denken, das ist ein Pärchen, ne, die da ihr Duett haben. Also sehr, sehr schön. Also wer es noch nicht kann gesehen, aber hat, auch durchaus ein Vater-Tochter-Ding, ja, sein, weil es kann ja auch die fehlende Liebe sein zwischen Eltern und Kindern, was bei uns ja nicht der Fall ist. Du hast ein sehr gutes Verhältnis zu deinen Kindern, ne? Sehr. Sehr, sehr gut. Ich habe ein sehr gutes Verhältnis. Die größte Schwierigkeit ist momentan mein Junge, der pubertiert. Ja. Bei meiner großen Tochter habe ich das Pubertierende gar nicht mitbekommen. Jetzt merke ich bei meinem Jungen, der, was natürlich ganz normal ist, der liebte immer meine Musik, jetzt fängt er an, mich zu kritisieren. Ja? Er hört, aber wir haben ähnliche Sachen trotzdem. Er macht selber Musik, er hört sehr gerne Trettmann zum Beispiel und da treffen wir uns total. Das ist auch für mich ein großartiger Künstler, tolle Produktion, tolle Texte. Und was lernt er für ein Instrument? Der macht sehr viel, also der spielt recht gut Klavier. Gitarre hat er sich selber per Internet beigebracht. Ja. Auch sehr gut. Er singt wie so ein Rockstar, also nicht so lieblich. Ja. Und vor allen Dingen tanzt er und ist ein guter Schauspieler. Der hat momentan eine der Hauptrollen im Friedrichstadtpalast in so einer Jugendrevue, worüber ich sehr stolz bin. Musical hast du ja auch schon gemacht, ne? Ja. Also zweimal genau. Einmal in Dresden, Jesus Christ Superstar, ja, was mir unglaublich gut gefallen hat. Und das war hauptsächlich Gesang, ne? Da gab es keinen Text. Genau. Das war. Und es ist wirklich ein gutes Stück. Ich finde das stärkste von Andrew Lloyd Webber. Also wirklich eigentlich wie eine Oper. Also ich selber kenne es nicht, aber ich habe gelesen, dass es sehr, sehr schwierig zu singen ist. Ne? Also, teilweise, ja. Es ist teilweise sehr, hat viel Stimmumfang braucht man. Ja. Vor allem Judas, aber diese Jesus-Rolle, die ich gespielt habe, auch. Und da wurde. Ach so. Und naja, und das ist eben, es kann, wenn es nicht richtig gut gemacht ist, kann es auch in Kitsch umschlagen. Ja. Und, aber das war in dem Falle in Dresden wirklich eine sehr gute Produktion. Auch musikalisch sehr sensibel gemacht. Ich habe sowas selber noch nicht gemacht, aber wird man dann irgendwie auch so ein bisschen zu Jesus oder wie ist ja das? Oder man versucht jedenfalls zu finden, was ist das für eine Figur? Ich meine, dass es Jesus gab, ist ja wahrscheinlich unbestritten, aber warum ist das so eine große Geschichte geworden, fragt man sich. Ja. Und es ist ja so wie bei guten Menschen, die ewig lebendig bleiben, manchmal über Generationen hinweg, muss es ein ganz besonderer Mensch gewesen sein, ohne Zweifel, der den Menschen irgendwie Hoffnung gegeben hat. Ich habe das so, das heißt ja auch Jesus Christ Superstar, ich, ja, habe es verglichen so für mich so mit Michael Jackson, den ich auch für ein glaube, dass er ein gutes Wesen hatte, egal was jetzt so behauptet wird. Ich glaube, dass er wirklich Liebe empfunden hat, das kam jedenfalls so rüber, und dass er den Menschen Liebe gegeben hat. Und in diesem Stück bei Jesus Christ Superstar und selbst im Neuen Testament, was ich gelesen habe, sagt Jesus eigentlich nie, ich bin der Sohn Gottes. Er sagt, wir sind Kinder Gottes, und er hat den Menschen immer eine Alternative gegeben. Er hat immer gesagt, aber es könnte doch so sein, aber es könnte auch so sein. Eigentlich ein großer Philosoph. Ja.
glaube ich, wird er gewesen sein. Und wenn man das versteht, kann man es, glaube ich, ausfüllen. Ich habe es über diese Idee ausgefüllt, wie es ist, wenn man eben so, wie dankbar man ist, wenn man selber Liebe erhält und wie man die zurückgibt. Und es ist mir dort gelungen, auch in der Tat, auch mit den Tänzern und Schauspielern. Wir haben das hinter der Bühne und in der Freizeit wirklich gelebt. Ja, das ging dann auch in den Pausen und so weiter. Ja, es ging auch bei den Gartenpartys und wir haben sehr, sehr viel zusammengesessen. Ja. Die Schauspieler hatten es natürlich schwer, weil die oft, wenn sie fest angestellt sind, manchmal 6, 7 Rollen zur selben Zeit spielen müssen. Mhm. Die waren einfach Knülle. Aber die Tänzer waren immer hardcore. Die, wenn die geprobt haben, die brauchen irgendwie keinen Schlaf. Aber trinken auch viel. Ja. Ach, beim Theater ist das auch so? Ja, zumindest bei den Tänzern. Ja. Wie ist das bei dir eigentlich? Du hast ja mal gesagt, du wolltest ein bisschen kürzer treten, was das betrifft, ne? So die Feierlichkeiten und so ein bisschen Gang zurückschalten. Aber das ist ja nicht gelungen, oder? Doch, aber ja. Das ist mir nicht gelungen aus der Vernunft heraus, sondern das hat was zu tun auch mit dem Alter. Ja. Also ich merke einfach, dass wenn ich 4, 5 Tage hardcore unterwegs bin und mir die Kante gebe und wenig schlafe, ist mein Körper nicht mehr von der Stärke, das wirklich zu verarbeiten. Früher habe ich das wirklich manchmal 20, 30 Tage durchgezogen. Das kann ich nicht mehr. Echt? Das schafft man? Das schafft man, und das übergeht man dann irgendwann so einfach so? Also wo man... Ach na ja, was heißt... Vielleicht würde ich es auch immer noch schaffen, aber irgendwie, ich hänge immer noch am Leben. Ich bin sehr lebenslustig und möchte noch ein paar Jahre haben. Und man sieht ja auch viel bei vielen Kollegen, und gerade auch jetzt wird es ja immer schlimmer bei den Kollegen, die ich kenne. Naja, da haben schon einige den Löffel abgegeben. Ja. Auch wegen des Alkohols. Das ist ja so in der Branche, man kriegt ja dann überall auch was angeboten. Ne? Das zum einen, ich denke, Alkohol ist schon ein bisschen die Rock'n'Roll-Droge Nummer 1. Ja. Wie ist das, wenn ihr im Studio zum Beispiel arbeitet? Habt ihr da irgendwelche gewissen Rituale, die ihr da immer macht? Oder das weiß ich, dass ihr da irgendwelche speziellen Teesorten habt oder meinetwegen da... Jeder arbeitet ja unterschiedlich im Studio, ne? Man kann uns nicht alle über einen Kamm scheren. Wir sind schon, die Bläser ja auch, wir sind eben schon eine Band, die gibt es 30 Jahre. Ja. Da gibt es Freundschaften innerhalb der Band. Es gibt keine Feindschaften, was schon erstmal wunderbar ist. Es gibt aber auch welche, die hauen nach jeder Studio-Session oder nach jedem Konzert sofort ab. Auch welche, die sich dem Alkohol entzogen haben, die das einfach sich nicht mit angucken können und die es geschafft haben, clean zu werden. Also richtige Opfer haben wir nicht. Der Einzige, der den Rock'n'Roll bei uns wirklich noch lebt, ist unser Gitarrist. Aha. Also der den komplett lebt. Und du hattest mal einen heißen Zylinder, stimmt das? Hatte ich auch. Hattest du nicht mal so einen Zylinder aufgefahren? Ich hatte auch wirklich dran gedacht, ob ich den vielleicht mitnehme und neben dir auch mit einem Zylinder sitze, aber habe ich irgendwie versäumt. Hast du den weißen noch? Den habe ich noch. Echt? Ja. Und dann, wenn man so sich die Videos anguckt und so, da wurdest du ja auch schon oft drauf angesprochen, hast du ja dann immer so... immer den Trend halber viele verschiedene Frisuren gehabt, ne? Ja. Bei Käfer auf dem Blatt zum Beispiel, diese hochblondierten Haare. Ich kann sagen, ich habe wie jede Frau alles ausprobiert. Ja. Aber irgendwann wurden die Haare grau. Und ich finde, ab einem gewissen Alter, wenn man diese Musik macht, die ich mache, also sagen wir mal, die ja relativ authentisch mit meinem Leben ist, dann ist diese Verkleidung an irgendeiner Stelle nicht mehr passend. Ich habe mich jetzt dazu entschlossen, einfach so zu sein, wie ich bin. Habe auch meine Haare zum ersten Mal in meinem ganzen Leben so kurz geschnitten, ja. Ist doch gar nicht so lange her, oder, wo du dir jetzt abgeschnitten hast? 2 Monate. Ja. Muss man sich da dran gewöhnen dann, oder wie ist so? Schon, ja. Ich fühle mich eigentlich erst langhaariger, aber aber die Konsistenz von den Haaren ist dann irgendwie so... Also ich will es ja dann nicht so... Wenn ich mal böse bin, wie bei Udo Lindenberg an den Hut rankleben. So. Und ich will auch nicht immer einen Hut tragen. Und da habe ich gedacht, das lasse ich das einfach mal so. Wenn man sich da vorher dann rämpft, Straße 1 ist das, ne? Oh, hier ist ja geil. Und da heißt das auch noch so wie. Ich wusste gar nicht, dass es Rämpft noch gibt. Die spielen ja auch da nächstes Jahr. Naja, da ist einer ist noch bei. Rämpft-Kombo. Ja. Seilschaft und so. Aber Rämpft ist wirklich auch jetzt eine gute Band, obwohl nur noch ein Überlebender dabei ist. Die kennst du ja auch alle, ne, die ganzen Leute. Ich habe sie allmählich kennengelernt. Natürlich, sagen wir mal, habe ich auch die Helden meiner Jugend und meiner Zeit. Ziel, um
19:24 Uhr. Also ich habe die Helden meiner Jugend natürlich aufgesucht, als ich dann selber Musiker war, und habe auch die Nähe gesucht, von denen ist ja ganz klar. Es ist schon ein schönes Gefühl, dass diese Figuren, die für einen ja auch Götzen, ja, Götter und sonst was waren, auch persönlich kennenzulernen, das ist schon sehr angenehm. Was war so das Größte, sage ich jetzt mal so, wo du richtig den du so kennengelernt hast, außer jetzt James Brown? Naja, das Größte, weil ich natürlich auch mit denen ein paar Worte gewechselt habe, war definitiv kurz nach dem Mauerfall Joe Cocker. Der saß neben mir und ich habe mich auch mit ihm unterhalten, und der war sehr, sehr, sehr schüchterner Mensch, komischerweise. Ja. Ich hatte Ängste, habe mich nicht so richtig getraut, Englisch zu sprechen. Ich kann auch nicht besonders gut. Und Udo Lindenberg, ohne Zweifel. Wann hast du den getroffen? Den habe ich auch getroffen beim Konzert für Deutschland, 2 Tage nach dem Mauerfall. Und dann haben wir im Dezember 89 gemeinsam beim letzten Geburtstag von Willy Brandt gespielt. Ja. Da war eine große Party für Willy Brandt, und da bin ich zu ihm hin und habe ihm erzählt, was mir seine Texte bedeuten und was er für mich als Künstler bedeutete, als pubertierender Junge. Mhm. Und der war ganz freundlich, hat gesagt, super, ist geil. Und wie sieht's aus? Wie heißt eigentlich deine Background-Sängerin? Ja. Und unsere Background-Sängerin haben dann bei seiner ersten Osttour dann bei ihm gespielt. was ich auch nicht so schlimm finde, habe ich ihm also was zurückgeben können von dem, was er mir künstlerisch gegeben hat. Sehr interessant, ey. Ja. Und da haben sie natürlich auch mehr verdient, und das junge, hübsche Mädchen, die haben dann eine ganze Tour bei ihm mitgemacht. In der schwierigen Phase, wo er selber dem Alkohol so sehr verfallen war. Wo er gar nicht so wirklich so, wo das so vorbeigerast ist, habe ich mir sagen lassen, jetzt vor kurzem von der Bea, gerade in dieser Alkoholphase. Naja. Genießt er das jetzt völlig anders jetzt zur Zeit, ne? Ein Glück, ich freue mich. Das macht, ja, ist zum Beispiel auch so eine Sache, wo ich mich sehr, sehr darüber freue, dass diese Figur, ich finde, der nicht nur ein toller Künstler ist, der ja eigentlich auch ein Politiker ist, und zwar ein sehr menschlicher, ja, dass der nochmal so ein wahnsinniges Comeback hat, was wahrscheinlich auch größer ist, der Erfolg ist ja größer, als er jemals hatte. Mhm. Wie ich langsam mitkriege, wäre der auch im Westen nie so erfolgreich wie im Osten. Was natürlich auch an so einen Songs lag, wie Mädchen aus Ost-Berlin, ja, und solche Sachen, da haben die natürlich geliebt, die Ostdeutschen. Gibt es irgendjemanden, mit dem du gerne mal irgendwie was zusammen machen würdest? Musikalisch? Ja, gibt es einige. Es gibt so Künstler, die ich unheimlich schätze. Wenn ich von deutschsprachigen jetzt ausgehe, bei Frauen ist es Aline Cohn, auf die ich unheimlich stehe, mit der ich gerne mal was machen würde. Ich stehe auch sehr auf Sarah Connor. Ja. Ich finde, auch wenn es mittlerweile beim Mainstream angekommen ist, hat die eine außergewöhnlich tolle Stimme und auch tolle Texte und tolle Produktionen, schöne Lieder, finde ich. Ja, Aline Cohn ist sowas. Balbina finde ich unglaubliche künstlerische Sache. Finde ich also eine ganz große Behauptung. Genau, das ist dir überlassen. Das wollte ich dich fragen. Also ich hatte eine Gitarre hinten, und meine Gäste machen das dann immer so, je nachdem, wer möchte. Das wäre natürlich schön, dass sie noch einen bringen. Ne? Kann ich machen. Und wir könnten ja deine Tochter dazu einladen. Ja. Können wir machen. Ja, so ist besser. Ja, kommst du ein bisschen hier rein. So. Da ist es nicht so ganz so überlichtig, ne? So, ich drück, ist hier schon, ihr könnt loslegen. Auf einfach so. Ach so, soll ich noch was sagen dazu? Oder wollt ihr was sagen? Ihr könnt was sagen. Ja, also mein Töchterchen Rubini. Und ja, wir denken, das ist am schönsten, wenn wir ein Liebeslied für die Liebe spielen. In der Liebe sind wir sanft, wir vertrauen einander blind. In der Liebe sind wir sicher, weil wir nicht alleine sind. In der Liebe sind wir schöner, sehr viel schöner als wir denken. Ein paar schöne Seelen, die sich mit schönem Fleisch beschenken. Gott sucht Göttin, komm zu mir. Gott sucht Göttin, Himmelstier sucht Himmelstier. Gott sucht Göttin, komm zu mir. Gott sucht Göttin. In der Liebe finden wir Schutz wie in einem Gotteshaus.
Weil wir Gott und Göttin sind, müssen wir da auch nicht raus. Aus Liebe braucht die Welt wohl keine weiteren Majestäten. Es ist echter Gottesdienst, seine Liebe anzubeten. Gott sucht Göttin, komm zu mir. Gott sucht Göttin, Himmelstier sucht Himmelstier. Gott sucht Göttin. Gott sucht Göttin. In der Liebe gehen wir auf, öffnen wir einander weit. So viel Glück ist kaum zu fassen, nur mit sehr viel Zärtlichkeit. In der Liebe ist es hell, wie an dem Himmel mit zwei Sonnen. Und es fühlt sich immer an, als hätte es gerade erst begonnen. Gott sucht Göttin, komm zu mir. Gott sucht Göttin, Himmelstier sucht Himmelstier. Gott sucht Göttin, komm zu mir. Gott sucht Göttin, Himmelstier sucht Himmelstier. Oder ich muss klatschen. Dirk Zöllner und Robini, was? Ich habe mich ein paar Mal ein bisschen vergriffen, was ihr sicherlich merkt, aber es liegt an der Enge. Sehr gut, wirklich, mega. Ich bedanke mich ganz herzlich. Ich bedanke mich vor auch. Vor allem für diesen tollen Abschluss zum Schluss. Ja! Und hätte ich das gewusst, dass du auch noch mit drin sitzt, hätte ich noch eine zweite mitgebracht, aber... Die kriegst du dann nächstes Jahr. Ich kann Jahr. Gar nicht Gitarre so gut spielen wie mein Papa. Ich meine, eine Taste. Ach so, eine Taste. Oh, eine Rot-Tripp-Taste. Wow. Das ist ja schön. Denn ich habe nämlich fürs nächste Jahr habe ich nämlich die Robini nämlich eingeladen, liebe Zuschauer. Und ich weiß, wen ich mitnehme. Mein ja. Papa. Ja? Dann sitzt du aber hinten. Ja. Da muss genau. aber das ist nicht hinten, ne? Genau. Ja. Ich bedanke mich. Es war wirklich sehr, sehr toll. Ja, danke schön. Danke. Also dann, macht's gut. Tschüss. Ciao.